Je länger du Ark spielst, desto länger spielst du auch dieselbe Map? Das muss nicht sein. Ark Survive Evolved bietet eine Vielzahl an Maps, offiziell und inoffiziell. Und ich habe noch gar nicht von den Mods gesprochen, die man sich aus dem Steam Workshop installieren kann. In diesem Video stellen wir dir die offiziellen Ark Maps kurz vor und zeigen dir, wie du diese Maps auf deinem Nitrado-Server einrichten kannst. Welche Ark Survive Evolved Maps kann ich benutzen? In deinem Ark Survive Evolved Server hast du den Vorteil, dass du allerlei Standard-Maps, DLC-Maps und Custom-Maps hinzufügen kannst. Jede Map hat ihre eigene Flora und Fauna, sowie zum Teil aber auch besondere Gegner, besondere Kniffe oder ähnliches. Zuerst stellen wir dir alle offiziellen Maps vor, die du zurzeit einstellen kannst. Die offiziellen Ark Survive Evolved Kanon-Maps und DLCs. The Island. The Island besteht aus dichten Wäldern, Steingebirgen und Vulkanen. Zusätzlich dazu findest du hier auch die drei Obelisken. Diese sind in einem Dreieck angeordnet und bergen das ein oder andere Geheimnis. Mysteriös. Scorched Earth. Ein Ausflug in die Wüste. Wenig Wasser, viel Sonne und noch mehr Wüste. Hier kommt die Dürre als dein Feind hinzu. Aberration. Du wolltest schon immer mal unter die Erde? Dann ist Ark Aberration genau das Richtige für dich. Hier gibt es neue Ressourcen und Biome, die dich einige Meter unter die Erdoberfläche bringen. Extinction. Ark Extinction spielt auf einer zerstörten Erde. Die Technologien haben einen nahezu unabdingbaren Status erreicht und überall findest du Stadtruinen und Ark-Prototypen. Stehst du auf Sci-Fi, solltest du hier zugreifen. Genesis Part 1. Nimmst du das rote Biom oder das blaue Biom? Ganz so einfach ist es in Ark Genesis nicht. Hier kannst du nämlich zwischen 5 simulierten Biomen wählen. Hier findest du unter anderem Wasser, Eis und Lava. Und diese mysteriösen Glitches, die dir mehr über die Story verraten. Genesis Part 2. Genesis 2 spielt auf einem riesigen Kolonieschiff mit zwei einzigartigen Biomen. Auf der rechten Seite findest du normale Kreaturen, aber links. Renn! Ark Survive Evolved Non-Canon Maps. The Center. In The Center lebst du schwebende Inseln mit neuen Biomen, einer riesigen Untergrundwelt und eine neue Boss-Arena für den extra Nervenkitzel. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Ragnarok. In Ragnarok kannst du ebenfalls viele verschiedene Gebiete erkunden. Jede mit eigenen Features. Entdecke riesige Biberdämme oder nimm eine Auszeit in den hiesigen heißen Quellen. Aber pass auf die Vulkane auf. Diese können nämlich jederzeit ausbrechen. Valguero. Ark Valguero bietet eine der größten offiziellen Maps. Entdecke wunderschöne Landschaften, von dem Regenbogen bis hin zu diesem wunderschönen Nachthimmel. Es gibt so viel zu entdecken. Crystal Isles. Crystal Isles setzt euch auf den Kristallinseln aus. Hier könnt ihr auch auf einen explodierenden Dino treffen. Lost Island. Die großen Stadtruinen erkunden. Im See baden gehen. Sich in die gefährlichen Höhlen hineinwagen. All das ist möglich in Ark Lost Island. Fjordur. Reise nach Asgard, Vanaheim oder Jotunheim. Du bist ein Fan von nordischer Mythologie? Dann musst du bei Ark Fjordur zugreifen. Aber nimm dich vor Fenrir-Nacht. Das waren alle bisherigen Maps von Ark Survive Evolved. Wir erzählen dir später in diesem Video, wie du diese installieren kannst. Jetzt erzählen wir dir erstmal, wie du die Map ändern kannst. Deine Ark Survive Evolved Map wechseln. Mit so vielen Maps zur Auswahl kann man sich erstmal gar nicht entscheiden, welche man zuerst spielen soll. Aber keine Sorge, du kannst deine Map jederzeit wechseln. Stoppe auf dem Server-Panel deinen Server. Geh dann auf der linken Seite auf die allgemeinen Einstellungen. Der siebte Punkt unter der Überschrift Basiseinstellung heißt Kartenname. Klicke auf den Namen und wähle dann aus dem Dropdown-Menü aus. Hier siehst du alle offiziellen Ark-Maps. Wähle die Map aus, die du spielen möchtest und bestätige, dass du deine Einstellung speichern möchtest. Jetzt musst du nur noch deinen Server neu starten. Wenn der Server wieder online ist, startet eine ausgewählte Map von alleine. Eine Custom Map installieren. Hast du schon alle offiziellen Maps gespielt?
oder möchtest du etwas Neues probieren, dann kannst du dir eine der zahlreichen Steam Workshop Maps installieren. Hier findest du nicht nur einige vergrabene Schätze, sondern auch allerhand Quatsch. Aber bleiben wir bei den Schätzen. Hier findest du zum Beispiel auch das hier. Suche dir erstmal deine Custom Arc Map aus. Wir nehmen hier das Beispiel Roraima. Suche in der URL-Adresszeile auf Steam oder in der Mod-Beschreibung nach einer ID. Diese Conversion Mod ID wird benötigt, sodass deine Map später laden kann. Kopiere diese mit STRG-C. Gehe jetzt auf dein Arc-Server-Panel. Gehe in den Einstellungen auf den Punkt Mods und Workshop. Suche nach dem Punkt Aktive Mods in Klammern ID und füge hier die ID ein, die du in Schritt 2 kopiert hast. Sobald du die ID hinzugefügt hast, drücke unten auf der Seite auf Einstellungen speichern und starte deinen Server neu. Jetzt weißt du, wie du den nahezu grundlosen See an Steam Workshop Maps erkunden kannst. Deine Arc Custom Map lädt nicht. Wenn deine Custom Map nicht lädt, kann das entweder a. an einem Konflikt mit einer anderen Mod liegen oder b. daran liegen, dass die Custom Map einfach viel zu alt ist und viel zu selten geupdatet wurde, um auf der neuesten Version von Arc Survival Evolved zu laufen. Wenn du eine neue Custom Map einstellen möchtest, empfehlen wir dir vorher, alle Server Mods auszuschalten. Damit gehst du sicher, dass alles funktioniert. Danach kannst du immer noch die Mods einzeln wieder aktivieren und dadurch aussieben, welche Mods mit deinem Server funktionieren und welche nicht. Auf der Seite des Steam Workshops siehst du zudem auch, wann die Mod erstellt und wann die Mod das letzte Mal aktualisiert wurde. Kann ich zwischen Maps wechseln? Werden meine Daten gespeichert? Ja, du kannst jederzeit zwischen den offiziellen und inoffiziellen ArcMaps wechseln. Befolge einfach die vorherigen Schritte dafür. Die Speicherdaten von jeder Map sind in den jeweiligen Ordnern der einzelnen Maps gespeichert. Dadurch stellt man sicher, dass du deine Speicherdaten nicht verlierst, wenn du deine Map änderst. Nitrado erstellt außerdem ein Backup von deinem Server, sodass du im Notfall auch darauf zugreifen kannst. Also kurz gesagt, ja, deine Daten werden gespeichert. Kann ich Mods mit Custom Maps kombinieren? Die meisten Custom Maps unterstützen Mods. Um das herauszufinden, kannst du auf der Steam Workshop Seite in die Beschreibung der Mods schauen. Oftmals schreiben die Ersteller der Maps, welche Mods nicht kompatibel sind. Du kannst das auch testen, indem du in das Feld Aktive Mods die IDs der Mods einfügst. Getrennt durch ein Komma. Mit einigen hundert Spielstunden in Arc hat man natürlich schon die ein oder andere Map gespielt. Wenn du aber mal etwas Neues ausprobieren möchtest, kannst du aus einer Vielzahl an offiziellen und einer noch größeren Zahl an eigens erstellten Maps aus der Community wählen. Hier hast du eher die Qual der Wahl als die Qual beim Installieren. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen. Like das Video, wenn es dir geholfen hat und abonniere diesen Kanal bzw. drücke die Glocke, um keine Tutorial-Videos von uns mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.